Der Sturm ist im Anmarsch. Meterhohe Wellen waren bereits am Sonntag auf die walisische Küste getroffen. Starker Wind peitschte die Gischt haushoch. Der britische Wetterdienst sprach eine Sturm- und Schneewarnung bis zum Montag aus. Für die Briten ein starker Kontrast zum ungewöhnlich warm verlaufenden Februar. Auch in Cornwall hatten Anwohner so ihre Mühe, das Handy im Sturm ruhig zu halten.